Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem kurzen Informationsvideo von Apex Legends. Und zwar gibt es mal eben ganz spontan ein neues Sturmgewehr, was reingepatcht wurde. Und zwar ist es die Havoc. Das ist wie gesagt ein Sturmgewehr mit Energiemunition, was mich schon zum ersten Nachteil, muss ich direkt mal sagen, bringt. Denn Energiemunition gibt es nicht ganz so häufig zu finden, was sehr, sehr schade ist. Und was auch ein mega Nachteil ist, sie hat genauso so eine Anlaufzeit wie die Devotion, aber die Waffe hat folgende Aufsätze. Also man kann ein Visier drauf machen, soweit ich das jetzt weiß. Den Turbolader von der Devotion, dass die Anlaufzeit kürzer ist. Und vom Prowler den Chip-Mod, damit man den Feuermodus einstellen kann. Und ich gehe jetzt mal kurz ins Training und zeige euch mal ein bisschen, wie die Waffe agiert, wie der Rückstoß ist. Und dann sehen wir uns gleich im Training. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier im Training angekommen und hier an diesem Waffenstand bei der Energiemunition sieht man schon die Havoc liegen bzw. hängen. Es sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ich teste mal ein paar Schüsse. Und wie man jetzt schon feststellt, es dauert ungefähr eine halbe Sekunde, bis die Schüsse losgehen. Wenn man anvisiert und schießt, sieht man jetzt neben dem Visier so eine Klappen sich ausfahren. Und da merkt man dann, man hat angefangen zu schießen. Also es dauert echt eine Weile. Wir vergleichen das jetzt mal mit der Devotion. Die Devotion hängt hier. Warum vergleiche ich mit der Devotion? Denn, Moment, ich nehme hier als zweiter von nochmal die Havoc. Die Havoc und die Devotion teilen sich einen Aufsatz, und zwar den Turbolader. Der Turbolader ist dazu da, damit die Anlaufzeit kürzer ist. Bei der Devotion macht sich das so bemerkbar, man schießt sofort. Also die ersten Kugeln kommen sofort raus. Bei der Havoc ist es eben genau anders. Es dauert eine halbe Sekunde, bis die ersten Kugeln kommen. Das heißt, ohne Turbolader würde ich keinen empfehlen, irgendwie im Nahkampf in Hektik-Situationen, wenn zwei, drei Gegner vielleicht gerade gleichzeitig unterwegs sind oder einen überraschen, auf die Havoc zu greifen. Ich würde eher raten, in Situationen, wo man weiß, wo der Gegner ist, aber der Gegner selber vielleicht nicht weiß, aus der Deckung anvisieren, schon mal schießen und dann raus und draufrotzen. Zumindest, wenn der Gegner ihn vielleicht schon gesehen hat. Das wäre so meine Empfehlung. Ansonsten gibt es noch Aufsätze. Es gibt noch ein Visier und noch ein Schaft. Und ich habe gehört, dass die Waffe auch den Mod von der Prowler tragen kann. Da ich jetzt aber eigentlich hier nur für einen Turbolader sehe. Anita Hopper. Den Schaft und ein Visier weiß ich jetzt leider nicht genau, ob das überhaupt stimmt. Jetzt möchte ich euch mal kurz zeigen, wie die Waffe sonst agiert, rückstoßtechnisch. Ich versuche jetzt, also ich kontrolliere den Rückstoß jetzt gar nicht. Zieht eigentlich fast gerade nach oben. Zumindest im Nahkampf muss man da nicht so viel, muss man einfach ein bisschen nach unten ziehen. Und übrigens ist der Rückstoß, beziehungsweise das Rückstoßverhalten ist immer gleich. Also das Muster sieht eigentlich so gut wie immer gleich aus. Und der Rückstoß ist auch ziemlich einfach zu kontrollieren, finde ich. Natürlich nicht so gut wie bei der R301. Das ist meiner Meinung nach noch mit das geilste Sturmgewehr. Schaden auf den Körper macht übrigens 18 und Headshots 36. Also vom Schaden her und wenn die Waffe einmal aufgeladen ist mit Turbolader, würde ich sagen, ist das garantiert eine richtige Waffe, mit der man absolut rasieren kann. Ohne Turbolader, denke ich, sollte man sich vielleicht ein bisschen reinfuchsen in die Waffe, ob das so die richtige Wahl ist. Aber ansonsten, ich finde, die Waffe hat einen geilen Sound, sieht mega aus. Das soll es an sich zu der Waffe gewesen sein. Habt ihr noch Fragen zu der Waffe? Haut es gerne in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen, gerne einen Daumen und ein Abo da lassen. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Wenn ihr Neues von Apex erfahren wollt, gebe ich mir natürlich in Zukunft Mühe, ein bisschen was Neues zu bringen. Ansonsten mache ich viele Livestreams und gelegentlich mal ein Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.